Und damit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zurück, werte Zuschauende, auf diesem Kanal zu unserem heutigen neuen Video, wo es mal wieder heißt Opening bzw. Unboxing. Ja, das nächste Structure Deck ist draußen. Ihr wärt nicht hier, wenn ihr es nicht wissen würdet. Heute für euch exklusiv das Structure Deck Beware of Trap Tricks. Es ist eine Fallenschillerin. Wie immer an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an den Verkäufer meines Vertrauens, Filunio da draußen. Ein riesiges Dankeschön, dass der Artikel auch pünktlich zum Release-Tag da war, um von mir für euch da draußen geöffnet zu werden. Ja, was sich dahinter verbirgt, Fallenschillerin, kennen wir. Ja, das gucken wir uns am besten an. Wie immer nach dem kleinen Intro. Und wie versprochen, da sind wir zurück. Dann schauen wir da mal rein in das gute Stück Beware of Trap Tricks, Fallstellerin, Structure Deck. Viele, viele gute Reprints, das ist das Wichtige. Aber ich denke mal, ohne diese Reprints würde sich das Deck auch, glaube ich, nicht verkaufen lassen. Ja, man ist jetzt mittlerweile verwöhnt nach den Salamangrade Structure Deck, dass da Aschenblüten und so weiter drin sind. Ja, wenn man halt keine Maxis hat, so wie im OCG, dann muss man sich damit behelfen. Deswegen gib's die jetzt mal ab und an. Ah, komm raus. Na, komm raus. Alles quietscht in Pink und Rosa. Und die Coverkarte, würde ich mal sagen, sehr freizügig. Das haben sie nicht zensiert. So sieht das Ganze aus. Den können wir zur Seite stellen. Wir brauchen bloß eins. Ist immer das Gleiche drin. Auch ziemlich cool, dass sie draufgeschrieben haben, 25 Quarter Century. Wir kriegen ja demnächst den Reprint der Legendary Kollektion 1 auch nochmal mit den 25 Quarter Century Secret Rare. Feiere ich auch jetzt schon. Mal sehen. Ja, hier haben wir Trap Tricks. Wie immer, Structure Decks von unten öffnen, dann fällt euch der Inhalt locker flockig in die Hände. Und wir haben ja nicht so viele Aufruppmöglichkeiten. Ja, dann haben wir wie immer eine Papiermatte. Das ist ja Standard. Gucken, wie sie aussieht. Ja, komm her. Sehr freizügige kleine Mädchen. Oder Pflanzenfeen. Ja, und da haben wir das Structure Deck per se. Mit einer Einsteigeranleitung. Und dann gucken wir da mal rein. Als allererstes haben wir Fallstellerin Pudika. Das machen sie immer furchtbar, muss ich sagen, mit dem Aufmachen. Man will hier nicht zerstören. Dann zerkratzt man nämlich immer die Coverkarte. Habe ich einmal durch, danach nie wieder. Man fummelt hier sonst mit dem Fingernagel dran rum. Wenn man die Lasche nicht findet. Ach, ist das nervig. Ist das nervig. Komm raus hier. So. Da haben wir als allererstes Fallenstellerin Pudika. Pflanze-Effekt. Bleibt von den Effekten von normalen Fallgruben Fallen unberührt. Du kannst jeden der folgenden Effekte von Fallenstellerin Pudika nur einmal pro Spielzug verwenden. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst deiner Hand einen Ausflug in den Fallensektor von deinem Deck hinzufügen. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ein als Spezialbeschworenes Monster wählen, das der Gegner kontrolliert, verbanne es. Zusätzlich kann der Gegner während der nächsten Standby-Phase ein der verbannten Monster als Spezialbeschwörung spielen. Wenn das nicht zielen wäre, wäre das schon wieder eine ziemlich gute Karte. Aber putzig ist es auf alle Fälle. Dann haben wir die Spielbezauberkarte für die Fallenschillerin, nämlich den Ausflug in den Fallensektor, den wir gerade schon besprochen haben. Während deiner Main-Phase kannst du zusätzlich zu deiner Normalbeschwörung oder deinem Setzen ein fallerischstelleren Monster als Normalbeschwörung beschwören. Du kannst diesen Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Das erste Mal in jedem Spielzug, dass jedes Insekt oder Pflanzenmonster zu kontrollierst, durch Kampf zerstört werden würde, wird es nicht zerstört. Du kannst ein Monster verbannen, das du kontrollierst, beschwöre ein fallerischstelleren Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Friedhof. Du kannst diesen Effekt von Ausflug nur once per turn verwenden. Nummer 2. Die Nummer 3
ist verlockender Fallenzong. Fallenzong, echt, ja, wie sie das so übersetzt. Wirf ein Insekt oder Pflanzenmonster Stufe 4 oder eine normale Falle ab, ziehe zwei Karten. Das ist eine ziemlich, ziemlich geile Karte, muss ich sagen. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann eins deiner verbannten Insekt oder Pflanzenmonster Stufe 4 oder normalen Fallen wählen. Lege es oder sie unters Deck. Du kannst jeden Effekt von verlockender Fallenzong nur once per Turn verwenden. Die finde ich ziemlich nice. Ich glaube, insgesamt sind es 8 neue Karten, die wir hier kriegen. Und die Coverkarte des Ganzen ist die Fallstellerin Pinguicula. Mit diesen kleinen Vampirzähnchen ist schon ganz putzig. 2 Monster der Stufe 4. Solange diese Karte Material hat, bleibt sie von Falleneffekten und aktivierten Effekten anderer Monster mit demselben Typ wie das Material dieser Karte umrührt. Aha, von aktivierten Effekten anderer Monster mit demselben Typ wie das Material dieser Karte umrührt. Du kannst jeden der folgenden Effekte von Fallenstellerin Pinguicula nur einmal pro Schieße verwenden. Du kannst ein Material von dieser Karte abhängen, füge deiner Hand ein Fallenstellerin Monster von deinem Deck hinzu. Falls ein oder mehr Monster, die der Gegner besitzt, durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt oder verbannt werden, außer während des Damage-Taps, du kannst einen dieser Monster als Material an diese Karte anhängen. Aha, also weitere Anhängen, so wie in Cyberdrache Infinity. Okay, muss man mal im Play sehen. Auf alle Fälle, Artwork-technisch taugt sie was. Und die weitere neue ist die Fallenstellerin Atypus. Insekt, Link-Monster, 2 Monster, darunter ein Insekt- oder Pflanzenmonster. Diese als Link-Beschwörer beschworene Karte bleibt von Falleneffekten unberührt. Alle Fallenstellerin-Monster, die du kontrollierst, erhalten 1000 ATK. Solange du eine normale Falle in deinem Friedhof hast. Gut, das sollte nicht das Problem sein. Einmal pro Spielzug, du kannst offene Karten, die dein Gegner kontrolliert, bis zur Anzahl der Insekt- und Pflanzenmonster wählen, die du kontrollierst, annulliere ihre Effekte bis zum Ende dieses Spielzugs. Dann kannst du diesen Effekt ausführen. Verbanne eine normale Falle von deinem Friedhof und falls du es tust, zerstöre eins jener als Ziel gewählten offenen Karten. Wenn das so wie bei einem, bei einer Karte wäre, dass die Effekte weiterhin annulliert bleiben, also nicht nur bis zum Ende des Spielzugs, sondern die Effekte sind dann halt weg, wäre das cooler. Aber an sich jetzt nicht so schlecht. Fallstellerin Arachnocampa. Arachnocampa, hat sie was mit der Spinne zu tun? Insekteffekt. Bleibt von den Effekten von normalen Fallgrubenfallen unberührt. Das erste Mal in jedem Spielzug, dass jede gesetzte Karte in deiner Zauber- und Fallenzone durch einen Karteneffekt zerstört würde, wird sie nicht zerstört. Während der Mainphase, falls du ein Fallenstellerin-Monster kontrollierst, Schnelleffekt. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Zusätzlich kannst du für den Rest dieses Spielzugs keine Monster als Spezialbeschwörung von Excel beschwören, außer Insekt- oder Pflanzenmonster. Standard. Du kannst diesen Effekt von Fallenstellerin Arachnocampa once per turn verwenden. Okay, das sind ihre 3 und die 6. Ja, der Reprint, ausgeglichener Zweikampf. Hatten wir in Secret zweimal, hatten wir in Ultra ein paar Mal, jetzt nochmal in Super. Warum nicht jetzt kommen? Okay, ist ein guter Reprint, kann man mitnehmen. Da haben wir noch eine weitere Neuerscheinung, das ist die Fallgruben Lutea der Fallstellerin. Du kannst diese Karte in dem Spielzug aktivieren, in dem sie gesetzt wurde, indem du eine normale Falle abwirfst. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung als normales Monster, Pflanze Erde 4, ATK 4 und Death 2 4 in die Verteidigungsposition. Diese Karte wird nicht als Falle behandelt. Das ist immer was Neues. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann ein falscheres Monster an deinem Friedhof wählen. Beschwöre es als Spezialbeschwörung. Du kannst den Effekt halt nur once per Turn verwenden. Okay. 3, 4, 7. Da müsste noch, glaube ich, eine kommen. Dann haben wir die Atrax. Das ist eine Oldschool-Karte. Myrmeleo ist eine alte. Nepenthes ist eine alte. Dionaea ist eine alte. Gendisea ist eine alte. Vesikulo ist noch nicht so alt. Gardala, schöner Kaiju. Und Komungus ist auch nicht schlecht als Insekt-Package. Vergeltende See, Resonanz-Insekt, Einzelfeuerblüte, Aschenblüte und Freudiger Frühling packen wir raus als Highlight-Karte. Ich glaube, deswegen kostet das Deck nachher wieder genauso viel wie die Aschenblüte. Rosenfreundin, Blumenweise, Meckritter, auch ein schöner Reprint, genau wie mit seinem Pendant, dem blauen Himmel. Moraltar, eine Feuerhand, Moment mal. Kleiner Schritt, ich musste mal husten. Feuerhand, Eishand und Donnerhand. Und da haben wir den Reprint. Marcel da draußen, ich grüße dich jetzt schon. Der feiert nämlich Common-Karten.
das erste Mal, dass ein Raigeki als Common gedruckt wurde und nicht als Black Rare oder so. Nicer Reprint, genau wie der Federwisch, auch nicht schlecht. Hatten wir schon mal im Super in dem letzten. Da haben wir nochmal das Package, ob wir es alle abziehen, warum sich dieses Doctor Deck für jeden lohnt. Absolute Kaufempfehlung von mir an dieser Stelle. Und da haben wir den schrecklichen Fallgruben Albtraum. Das ist, glaube ich, die Neuerscheinung der Fallen noch mit als Common. Falls dein Gegner in diesem Spielzug ein oder mehr Monster als Spezialbeschwörung beschworen hat, wähle ein Monster mit 2000 oder mehr ATK, das dein Gegner kontrolliert, und zerstöre es. Dann, falls du eine normale Fallgrube-Falle in deinem Friedhof hast, kannst du ein Monster vom Friedhof deines Gegners verbannen. Du kannst diese Karte nur einmal pro Friedhof verwenden. Das wäre die 8 und die letzte Neuerscheinung. Die Common im Ganzen. Hätten sie die nicht in Super drucken können und den ausgeglichenen im Common. Fallgrube Standard, die Oldschool-Karte aus LOB. Letztens erst in dem Rush-Duell-Deck gezogen. Auch ziemlich cool mit dem neuen Artwork. Bodenlose Fallgrube auf 2. Leeren Fallgrube ist nicht schlecht. Der Fallgruben-Albtraum der Fallstellerin auf 2. Wasserloch-Fallgrube war ja ganz schön teuer früher. Hier nochmal der Common-Reprint. Des Totengräbers, die ging auch einiges, auch ein schöner Reprint. Fallentrick kann man immer hier brauchen. Phantomritter der Schattenbrigade, Artefakt Heiligtum, Naturias Heiliger Baum. Rafflesia war ja eine Secret in ihrem Hauptset. Alumerus, Kularia, Sera und eine Mantis. Und Bonuskarten für Master Duel und fürs aktuelle Set Hypernova. Ja, also absolut. Wer Kaijus braucht, gute Kaufempfehlung. Wer Massenvernichtungskarten braucht, wie Regeki, Harpienfilterbisch, dem Blitzstürme zu teuer sind, ist das auf alle Fälle was. Das sind alles Side-Deck-Karten, Aschenblüten, Main-Deck-Karten. Vielleicht im aktuellen Format nicht, aber dieses Structure-Deck so von Hause aus, absolute Kaufempfehlung. Schlag dazu, wenn ihr da rankommt. Diese 10 Euro sind auf alle Fälle nicht schlecht investiert. Und wer Spaß dran hat, sich mit kleinen Pflanzenmonstern oder Insekten auseinanderzusetzen, der kann sich auch mal ranwagen an ein Fallstellerin-Deck. Ja, das wäre es gewesen zu diesem kleinen, aber feinen Video von meiner Seite. Wenn es euch gefallen hat, lasst Like, Abo und das ganze Gedöns da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Videos von Nightmare 1989. Bis dahin wünsche ich alles Gute und macht's gut.